Jeder weiß, bist du zu lieb, hast du bei Frauen keine Chance. Selbstverständlich stehen Frauen auf Bad Boys, auf richtige Arschlöcher. Stimmt's? Nein. Ich will mich nicht verstellen. Ich will kein Arschloch sein. Und es gibt jemanden, der noch viel attraktiver auf Frauen wirkt als der Arsch. Eine dritte Form von Mann. Mit ihm will sie ihr Leben verbringen, alles teilen und sie tut für ihn alles. Im Bett. Hier sind vier Fehler, die sowohl der nette Kerl macht, als auch der Arsch. Und wie du mit einem guten Herzen alle Frauen verrückt nach dir machst. Punkt 1. Das Problem ist für sich schon der Begriff nett. Ich möchte, dass du von jetzt an den Begriff nett komplett aus deinem Vokabular streichst. Ersetze ihn durch das Wort gütig. Warum gütig? Stell dir einen mittelalterlichen Palast vor. In diesem Palast regiert ein König. Der König ist ein Tyrann. Er macht, was er will und nimmt sich, wen er will. Aus Angst wagt sich keiner gegen ihn aufzulehnen, aber sie warten insgeheim auf den richtigen Moment. Er hat keine echten Freunde und er vertraut niemandem. Irgendwann macht er einen Fehler und wird vom Thron gestoßen. Nach ihm wird sein Sohn installiert, aber sein Sohn ist ein junger, weicher und ängstlicher Junge. Sie haben ihn lediglich ausgewählt, um die Stabilität des Landes zu wahren und ziehen die eigentlichen Fäden hinter der Kulisse. Er ist sehr nett. Wenn er eine Idee hat, dann wird er belächelt. Aber seine Ideen werden nie umgesetzt. Keiner nimmt ihn ernst. Er ist während seiner gesamten Amtszeit lediglich eine Marionette. Aber er wird älter und er bekommt einen Sohn. Dieser Sohn soll heranwachsen und zum größten König werden, den dieses Reich je gesehen hat. Als sein Vater stirbt, besteigt er den Thron und beginnt grundlegende Reformen durchzusetzen. Er setzt sich für sein Volk und für Gerechtigkeit ein. Und als das Land angegriffen wurde, hat er an vorderster Front mitgekämpft. Er hat seine Männer angeführt und inspiriert. In Friedenszeiten hat er seinen eigenen Besitz an die Armen verteilt. Er hat Krankenhäuser und sogar Tierheime gegründet. Schulen gebaut, in denen Frauen die Chance haben, genauso viel zu lernen wie Männer. Dieser König hat vielen Menschen Gefallen getan. Aber er war nicht bekannt als netter König. Er war nicht bekannt als lieber König. Er war bekannt als gütiger König. Güte kommt aus einer Position der Stärke, der Unabhängigkeit. Und Nettigkeit kommt aus einer Position der Schwäche, der Abhängigkeit. Was Frauen wollen, ist ein gütiger Mann. Das bedeutet, dass er sich präsent macht, dass er seinen wahren Charakter nicht versteckt. Er hat keine Angst davor, sich vor anderen zu blamieren. Er hat keine Angst davor, sich anderen vorzustellen. Er schleicht sich nicht in einen Raum, sondern er betritt ihn. Er ist ein guter Mensch, der aber seine Grenzen klar feststeckt, wenn sie jemand überschreitet. Er liebt Frauen. Er kann sie für das verehren, was er in ihnen sieht. Und sie in der Privatsphäre seines Schlafzimmers für das kleine, dreckige Luder lieben, das sie sein will. Frauen fühlen sich von einem Mann angezogen, der emotional unabhängig ist. Das ist so. Arschlöcher sind frei. Sie sind unabhängig. Ihnen ist alles scheißegal. Völlig egal, ob jemand sie mag oder nicht mag. Aber der Arsch ist unabhängig. Und falls eine Frau keinen gütigen Mann findet, dann nimmt sie lieber den Arsch als den Netten. Der Nette ist unfrei. Er verheimlicht seine wahren Gefühle, weil er nicht unhöflich sein möchte, weil er nicht Grenzen überschreiten will. Das ist Unfreiheit. Die Rangfolge, die Männer in den Augen von Frauen wahrnehmen, ist nett, Arsch, gütig. Zweitens, kein Mann ist nett. Ich habe mich versucht, an all die Male zu erinnern, als ich mit Frauen über dieses Problem gesprochen habe. Und weißt du was? Keine Frau hat jemals in diesem Zusammenhang mit dem Netten das Wort Mann oder Kerl verwendet. Sie sagen schlicht, er war einfach zu nett. Sie können nicht mal den Begriff Mann verwenden. Ist das nicht erstaunlich? Wenn Sie von Ihren Erfahrungen mit einem Arsch berichtet haben, dann konnten Sie sehr wohl den Begriff Mann verwenden. Der Mann war halt ein Arschloch. Der Arsch hat dich nicht verdient. Vergiss den Kerl. Dieser Mann ist ein Arsch. Warum denken Sie beim Netten nicht mal ansatzweise daran, dass er auch ein Mann ist? Die Antwort liegt auf der Hand. Weil nette Kerle nicht mal Männer sind. Lass das mal einschlagen wie eine Bombe. Bist du zu nett? Bist du für eine Frau kein Mann? Drittens, ein Mann scheißt darauf, was andere über ihn denken. Aber er scheißt nicht auf andere. Er beleidigt Frauen nicht. Er versteht Frauen. Nicht scheiß auf alles. Niemals. Aber sehr wohl scheiß darauf, was andere über mich denken. Was heißt das genau? Wo ist der Unterschied? Interessier dich für sie. Zeig dein Interesse. Aber scheiß drauf, wenn andere dich verurteilen wollen, weil du sie angesprochen hast. Jeder von uns hat so eine Story, wo er in der 5., 4., 3., 7. Klasse irgendwann mal verliebt in ein Mädchen war und alle haben sich über dich lustig gemacht. Das hat sich eingebrannt. Leider. Und jetzt glaubst du, man darf einer Frau nicht zeigen, dass man sie mag. Aber diesen Floh müssen wir dir wieder austreiben. Scheiß drauf, was andere über dich denken. Scheiß sogar darauf, was sie über dich denkt
weil du ihr ein Kompliment gegeben hast. Es ist völlig egal, was ihre Meinung zu deiner guten Tat ist. Du hast sie für dich getan und nicht für andere. Entlang des Weges wirst du so die Frauen anziehen, die das respektieren. Und das sind die Mädels, die es wert sind. Das sind die Hübschen, das sind die Intelligenten, das sind die richtig coolen Mädels, die was auf dem Kasten haben und mit der du alles teilen kannst. Das sind die, wo dein Herz flattert, wenn du sie siehst. Und die wollen keinen verdammten Macho, die wollen keinen Arsch. Die warten darauf, dass du endlich mal deine Eier in die Hand nimmst und darauf scheißt, wenn es nicht funktioniert. Sag ihr, wenn sie mit dir rumscherzt, sag mal, hat dein Freund dir nie den Hintern versohlt? Oder noch besser, du, ich glaube, ich muss dir mal den Hintern versohlen. Und scheiß auf die Zweifel, dass du das nicht darfst oder dass sich das nicht gehört. Ein Mann zweifelt seine Bedürfnisse niemals an. Das geht nicht von heute auf morgen. Es dauert ein paar Wochen, bis ein Mann diese alten Verhaltensmuster abgelegt hat und entspannt und leichtherzig mit Frauen umgehen kann. Darum coache ich Männer in 10 Wochen dazu, die Frauen zu bekommen, die sie wollen. Das war witzig. Vor einer Weile hat ein Teilnehmer in der Runde erzählt, auf was für einem Date er war. Und die Frau auf dem Date hat sich die ganze Zeit über nur aufgeregt und geaufgeregt und nur negativ über alles Mögliche und jeden Menschen geredet. Und irgendwann war es ihm zu viel. Er hat das Date einfach so beendet. Und auf dem Rückweg nach Hause ist er einer Frau begegnet. Hat sie gesehen, angesprochen und diese Frau ist jetzt seine Freundin. So geil kann es laufen. Viertens, ertappst du dich dabei, immer wieder in die Freundesschiene zu landen, dann befolg ab sofort folgende 4 Regeln. Erstens, mache klar, wenn jemand deine Grenzen überschreitet. Zweitens, wenn du jemanden schön findest, dann sag ihnen das. Drittens, du darfst fluchen. Du musst es nicht, aber du darfst. Viertens, du darfst sie aufziehen, mit dir über dich selber lachen, sie kitzeln und sie sogar spielerisch beleidigen. Es gibt immer einen Moment, den ich mit einer Frau besonders süß finde. Und das passiert meistens, wenn ich eine Frau anfange zu daten. Wenn wir anfangen zu daten, dann kommt irgendwann der Moment, wo ich ihr einfach sage, du Spast. Und sie reagieren immer gleich. Du siehst sofort im Gesicht dieses Strahlen, dieses... Oh, man merkt einfach, es gefällt ihr. Direkt danach geht sie einen Schritt auf mich zu. Was? Der Grund ist, weil hier endlich mal ein Mann vor ihr steht, der sie nicht aufs Podest hebt, sondern sie einfach so behandelt, wie ein großer Bruder eben mit seiner Schwester umgehen würde. Ihr vielleicht so über den Kopf streicht und sie einfach nur ein wenig verarscht. Das mögen Frauen. Hab davor keine Angst. Was dich liebt, das neckt sich. Du bist das Komplettpaket. Okay? Gütig. Sexy und mit Werten. Du bist ein echter Mann. Die dritte Stufe. Fünftens, entschuldige dich niemals für Punkt 1 bis 4. Niemals. Wenn du dich zum gütigen Mann entwickeln willst, der attraktiv auf Frauen wirkt und dabei einfach einen Arschtritt brauchst, dann bekommst du von mir einen Leitfaden, an dem du dich entlanghangeln kannst, um Frauen zu verführen, einfach schöne Erfahrungen zu sammeln und irgendwann entlang der Reise die große Liebe zu finden. Und dann machen wir das. Kostenlos. Klicke hier und ich sehe dich bald.